Hallo ihr Lieben, ich habe hier zwei mega tolle Aufsteller von Diamond Art Decor, ehemals DIY Shoes, also nicht wundern, DIY Shoes heißt jetzt Diamond Art Decor und ich zeige euch die beiden Teilchen mal. Ich muss ein bisschen aufpassen, hier irgendwo steht die Adresse. Nee, passt. So. Wir uns mal zuerst das Größere an. Ihr kennt ja alle dieses süße, süße Mädchen, als ich das gesehen habe. Oh mein Gott. Und zwar Gorgeous. Da haben wir einmal das. Mensch. So, jetzt haben wir alles draußen, glaube ich. Also, wie immer, haben wir natürlich ein Toolkit dabei. Wir haben Strasssteinchen. Und dann schaut mal, ist das nicht süß? Und zwar wird das so hingestellt. Also, wie ein Aufsteller halt. Da ist auch natürlich wieder ein Standfuß dabei. Und hier wird dann die schaukelnde süße Gorgeous eingehängt. Wir haben alles dabei dafür. Hier ist auch ein Kettchen, damit wir die hier einhängen können. Hier ist die Gorgeous, die bepainted wird. Auch von beiden Seiten sehr, sehr schön. Sehr cool. Auch das wird bepainted. Ich gucke gerade mal. Genau, das wären zwei Kettchen. Die wird dann hier eingehängt. Mit den beiden Kettchen. Genau, also ganz leicht. Und hier ist der Standfuß. Genau, also das ist einmal dieser Aufsteller. Ich bin sehr gespannt. Den werde ich bei Gelegenheit machen, weil ich finde den wirklich zauberhaft. Und dann haben wir einmal dieses süße Ding. Guckt mal. Ist sie nicht wunderschön? Die ist so, so schön. Auch hier haben wir Strasssteinchen und auch Sondersteinchen, ne? Das sind halt Sondersteinchen, die dabei sind. Strasssteinchen, sehr, sehr schön. Und natürlich der Standfuß. Ein Toolkit wird da auch noch versteckt sein. Na, auch dabei natürlich. Alles dabei, um loszupainten. Und auch hier, wenn das Teil fertig ist, wird das hier reingestellt. Wie gesagt, ihr seht, das klappt jetzt nicht so gut wegen den Folien. Da ist auf beiden Teilen Folie drauf. Genau. Das sind die beiden Aufsteller, ihr Lieben. Ich verlinke euch die Produkte auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein. Die Aufsteller sind wirklich zauberhaft. Und ansonsten würde ich sagen, habt alle einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bye, bye.